Ich glaube, ich nehme den hier. Kann ich nicht, weil er voll ist, stimmt. Wer will hier schon wieder was? Der sieht doch ganz passabel aus für so eine Zwischenbase. Guck mal, hier sind auch noch ein paar Zeitschriftenläden. Ja, hab ich schon. Naja, geht voran, würde ich sagen. Oha. Jetzt kann ich aber hier Fertigung von Sturmgewehren, jawohl. Zweimal Mod ist auch cool. Fertigung von Sprengstoffen. Der Essensmod und hier, der ist auch, das kann ich zerlegen. Den kann ich verkaufen und schon sieht das alles gar nicht mehr so schlimm aus. Natürlich ist der verschlossen. Den nehmen wir noch mit, um hier ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Nicht, dass dann er von draußen an die Wände klopft. Und dann gehen wir hier mal rein, dass wir hier ein bisschen Grund reinkriegen. Wo geht's denn hier rein? Hallo? Hier vielleicht? War gar nicht vorgesehen, dass man hier reinkommt. Nanu, was ist denn das? Muss man doch irgendwo reinkommen. Wollen wir mal Hallo sagen? Boah, was? Gibt's auf jeden Fall coole Sachen. Sieht mir schon fast aus wie die Endzone hier. Okay, dann müssen wir noch mal schauen. Wahrscheinlich muss man übers Dach oder so rein. Das kriegen wir hier noch raus. Oder einfach hier. Na Mensch, was zu futtern? Direkt durch die Küche. Hallo. Ja, genau, gleich drei Leute. Also unscheinbar. Und Smotsch. Boah, Krabbelheini hier. Meins? Kochtopf nehmen wir auch mit. Dann haben wir, glaube ich, alles, was hier so war. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Hier ist leider alles leer. Nee, nicht ganz. Das hat ja mal reingehauen. Schön verwinkelt. Das heißt, es gibt richtig Ärger hier. Die ist verschlossen. Na, warum die wohl verschlossen ist? Die ist dafür offen. Lass mir die mal kommen. Also das gefällt mir echt, echt gut hier mit den Türen. Finde ich eine tolle Erfindung. Brauche gar kein Woodframe mehr. Gucken wir hier nochmal. Was haben wir denn hier? Robotik. Okay, ja, nice to have, aber. Ah, ich habe keinen. Naja, das nehmen wir uns für nachher vor. Keine Dietriche mit. Kloppen wir es halt auf, mein Gott.
Verschlossen. Ah, hier ist der. Jetzt können wir hier nämlich. Das ist nämlich auch neu. Diese Dinge. Ah, ich kann das gar nicht wieder anstellen. Ich kann es nur ausstellen. Das sind jetzt so Ventile, die man halt finden muss, um genau diesen Mechanismus zu deaktivieren. Ach, guck. Damit man halt selbst oder auch Zombies brennen oder man selber brennt. Und das möchte man ja nicht. Na, die machen ein bisschen mehr Aua hier. Und weg. Hat mich aber auch eine Menge Ausdauer gekostet. Also behaltet das durchaus immer ein bisschen im Hinterkopf. Na, das sieht doch alles auch hier viel zu harmlos aus. Das mit den Türen finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Eine Pistole wäre nochmal cool im Klo, weil die Türen einem jetzt immer so ein bisschen im Weg sind, habe ich das Gefühl. Oh, hier geht's weiter. Eine Pistole? Dann halt nicht. Ah, guck. Also wäre die Falle jetzt an, wäre der Zombie hier durchgekommen und würde wahrscheinlich jetzt in Flammen stehen. Gleichzeitig könnte ich aber jetzt hier nicht sehr wahrscheinlich diese Regale looten. Was jetzt verschmerzbar ist, muss ich gestehen. Aber vielleicht hat sich ja hier der geile Stuff verborgen. Nicht der Fall, aber hier geht's nach oben. Da gehen wir nachher nochmal hin. Vorher, okay. Komme ich da nicht lang? Gut, dann gehen wir tatsächlich nach oben. Also das ist wirklich der Weg, den man hier gehen soll. So, wo sind sie denn, die Aasgeier und so? Das sieht mir alles viel zu ruhig aus. Ich glaube, da hinten könnte ein Geier sein. Müssen wir mal gucken. Nein. Guck an. Noch einer. Tada. Bist du ein Geier? Nee, bist du nicht. Da hinten sind doch bestimmt auch noch welche drin. Das war doch viel zu harmlos hier. Jetzt muss man hier wahrscheinlich runter. Weil das eher aussieht, als ob ich von da gekommen bin, aber. Kein Ei drin. Aber das sieht. Nee, da bin ich wirklich nicht gekommen. Aber hier ist jetzt der geile Stuff drin. Und auch entsprechend die Zombies. Also nochmal gucken. Alles geladen. Aber den reparieren wir nochmal vorher. Duzi, duzi. Wieso habe ich denn hier so viel Krach gemacht? Kann doch gar nicht sein. Ah, ich muss noch an den Tresor denken. Der darf nicht fehlen. So, gucken wir mal. Hier ist nichts mehr zu holen. Meine Güte. Oh, das ging ja schnell. Na, wo versteckt ihr euch? Drei Stück mit einem Mal. Na Mensch. Ihr habt ja auf mich. Oh, vier gleich. Also wie man sieht, hier unten ist der geile Stuff drin, sonst wäre hier nicht so eine Armada von Zombies. Kommt noch einer? Nee. Nimm dies. Und du das noch. So, war easy, oder? Jetzt nicht so die Herausforderung, aber hier ist das geile Zeug. Oh, ich habe einen Mantel. Juhu.
Meins? Mal gucken, gibt es hier noch tolle Sachen? Weniger. Und natürlich bin ich gleich schon wieder überladen. Dass ich gleich noch mehr sein werde, wenn ich das Zeug hier plünder. Boah. Was haben wir denn hier? Fände mehr Messing in Beutel. Heute. Nahrung. Das essen wir mal gleich. Und dann haben wir schon das erste Problem. Tatsächlich ist der besser als der da, aber den kann man verkaufen. Oh Mann, warum muss mich das hier immer treffen? Ah, der Rucksack ist eindeutig zu klein, Leute. Und ich brauche ein Motorrad, das hat einen viel größeren Coverraum. Was haben wir hier? Fertigung von Klingen. Auch nicht verkehrt. Medizin, das ist prima. What Bites, okay. Mal gucken. So, was brauche ich? Was brauche ich hier nicht? Das kann ich noch trinken. Ich kann... Ja, komm, Kaffee. Kann man da lassen. Mal gucken, was mich jetzt hier noch erwartet. Ich hoffe, Essensrezepte. Yeah. So, und jetzt habe ich wieder ein Problem. Noch mehr Kaffee und das da. Okay, ich hatte hier die Möglichkeit, doch was reinzupacken. Geräuscherhöhung schon mal reduziert. Mehr kann ich nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann war es das schon. Ah, guck, jetzt öffnen sich die Gebäude. So, ich hatte hier irgendwo noch einen Tresor. Ah, meine räumliche Orientierung. Da war es nicht, da nicht, da nicht. Hier sowieso nicht. Da. Ich spule das mal eben vor. Hey, ich kann nicht mal in Ruhe hier mein Zeug machen. Ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen. Ich bin auf einer Mission, ja? Also, nicht stören. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt schnell. Ich würde sagen, das hat auch mal gelohnt. Was kann ich jetzt stattdessen dafür hier lassen? Jetzt ab nach draußen. Wo ist mein Fahrrad? Da auf der anderen Seite. Ach so. Genau. Ich muss die Treppe eigentlich wegklopfen. Das werde ich mal gleich machen. Dann kann ich nämlich mich hier oben drauf zurückziehen. Wo ist denn die Treppe? Treppe, Treppe. Da. Ja, immerhin. Jawohl. Da und so. Und raus. Und keine Ausdauer. So, jetzt machen wir uns mal hier Ding nach oben. Zack. Ist jetzt nicht das komfortabelste, aber mein Gott. Brauchen wir hier ein bisschen Platz. Hier habe ich ein bisschen Fläche. Dann bauen wir hier mal eine Kiste. Nee, Truhe war das. Truhe. Und dann packen wir mal alles Zeug da rein. Lagerfeuer baue ich noch. Passt doch. Jetzt packen wir den Kochtopf da rein und ein bisschen Zunder und schon kann ich meinen... Okay, doch. Eins kann ich machen. Was zu trinken kann ich mir kochen.
So, ist doch jetzt gar nicht so verkehrt bisher gelaufen. Wo ist mein Fahrrad? Da hinten. Müssen wir auch noch leeren. Ist auch noch ein bisschen Zeug drin. In Anbetracht der Sachlage, dass die Zeit ja doch schon etwas vorangeschritten ist und da hinten erst unser Wegpunkt ist, würde ich vorschlagen, dass wir einfach hier noch ein bisschen looten, was geht. Zombies umnieten und dann nachher auch zeitnah am nächsten Tag die Quest machen. Ich könnte jetzt natürlich gucken, ob ich hier noch auf die Schnelle irgendwelche Lastersteine, aber die sind da hinten in dem Ding drin, finde. Und vielleicht noch Leder, weil dann... Leder müsste es bei mir ja an meinem Schuppen geben. Könnte ich vielleicht doch noch die Schmiede herstellen. Hier ist diesmal alles leer. Und der Tag neigt sich dem Ende. Also viel Chancen habe ich hier nicht mehr, noch irgendwas Gutes zu looten. Na, wo sind sie denn? Ah. Von oben. Waren da schon alle? Ah. Das war jetzt aber gut gehört. Okay, es ist gleich im Moment Nacht, also ich sollte schleunigst mich sputen, dass der Steine finde ich eh keine mehr. Aber ich kann aus Lehm und Steinen ja welche herstellen. Dann fehlt mir nur noch Leder und das könnte ich tatsächlich bei mir im Laden. Oh, 58. Jetzt aber Fersengeld hier. Ein Reh. Ich hoffe, es hat mich nicht gesehen. Hat es mich nicht. Ha! Ich hoffe, da ist jetzt kein Zombie in der Nähe. Das nehmen wir noch mit. So viel Zeit muss sein. Hat sich doch gelohnt. So, gucken wir mal. Hier wird es wohl gehen. Da bin ich. So, nachts bin ich ja zum Glück nicht mehr überladen. Herrlich. So, das kann ich herstellen. Das lesen wir auch mal direkt. Alles weg damit. Und jetzt die Schmiede. Prima. Das kann ich auf jeden Fall noch verarbeiten. Alles kochen, was geht. Dann bauen wir die Schmiede mal hier direkt daneben. Wollte ich das eigentlich bauen? Wieso sträubst du dich denn so? Sind doch genau zwei Felder Platz. Nee, will er nicht. Was haben wir hier? Dann bauen wir die halt dahin, so, wenn es dir dann besser geht. Ach, das war ja hier mit Einschmelzen. Ein paar Sachen haben wir ja zum Einschmelzen. Sollte okay sein. Können wir hier auf jeden Fall ein bisschen geschmiedetes Eisen reinpacken. Also, wie ihr seht, Schmiede, Kochtopf, Lagerfeuer. Wir haben eine zweite Base. Übergangsweise. Wir haben eine neue Handelsroute eröffnet. Und Fahrrad haben wir auch. Nochmal eine neue Waffe gefunden.
bzw. Stufenerhöhung. Jetzt haben wir noch Fähigkeitspunkte, die wir ausgeben können. Dum, dum, dum. Tja, jetzt könnten wir hier bessere Händlergegenstände. Ja, komm, machen wir das mal. Das war mal wieder eine weitere Folge von 7 Days to Die mit der Alpha-Version 21 Experimental. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und auch meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, bis bald, eure Bora.